Namaste. Kirchensegen für Homosexuelle. Ein Artikel aus der Welt von Jörn Baumgarten. Pfarrer in ganz Deutschland proben am Montag, den 10. Mai 2021, den Aufstand gegen die katholische Hierarchie und wollen homosexuelle Paare segnen. Gegen ein Verbot aus dem Vatikan. Nicht nur dort wird die Aktion mit Sorge beobachtet. Es wächst die Angst vor einem neuen deutschen Schisma. Ein Delikt nach römisch-katholischem Kirchenrecht. Es bedeutet die Verweigerung der Unterordnung unter den Papst oder der Gemeinschaft mit den diesem untergebenen Gliedern der Kirche. Die Kirche fürchtet hiermit Kirchenspaltung. Die Gemeinden, die mitmachen, gehören zu so unterschiedlichen Erzbistümern wie München, Köln, Paderborn, Osnabrück, Limburg, Hamburg. Der Schwerpunkt liegt Westdeutschland, während Bayern und die ostdeutschen Bistümer unterrepräsentiert sind. In normalen Zeiten wäre diese Aktion, die es so auch in anderen Ländern noch nie gab, brisant genug. Die offizielle Kirchenlehre betrachtet das Ausleben von Homosexualität als schwere Sünde. Offen dagegen aufzubegehren, kann gerade Priester und kirchlichen Mitarbeiter viel Ärger und Konsequenzen einbringen. Dass die Initiative aber ausgerechnet jetzt kommt, verleiht ihr eine noch größere, ja eine grundsätzliche Dimension. Es ist also nicht allein ein Signal der Solidarität mit homosexuellen Paaren, es ist zugleich eine Demonstration, dass theologische Schiedssprüche grundsätzlich nicht mehr einfach hingenommen werden sollen, nur weil sie aus Rom kommen. Eine Operation Ungehorsam. Und das auch noch in Deutschland. Was deutschen Katholiken im Vatikan nachgesagt wird. Sie ist gedacht als Reaktion auf ein Schreiben der römischen Glaubenskongregation. Die hatte erst im März 2021 ein Responsorium zu genau diesem Thema der Segnung Homosexueller veröffentlicht. Darin bekräftigte die Glaubenskongregation, sie, die Kirche, habe keine Vollmacht, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen. Es bestehe nämlich die Gefahr einer Verwechslung solcher Zeremonien mit der Ehe, einem für die Kirche unantastbaren Sakrament, das sie ausschließlich heterosexuellen Paaren vorbehält, die offen für Nachkommen sind. 3K für eine attraktivere Kirche. Die Katholiken hierzulande werden von manchen im Vatikan schon seit längerem verdächtigt, mit einer neuen Reformation zu liebäugeln wegen des deutschen synodalen Wegs, eines derzeit laufenden grundlegenden Reformprozesses der Kirchenlehre. Anders gesagt, das, was sich am 10. Mai in Gemeinden in Bochum, Höntrup, Hofheim am Taunus oder Neunkirchen an der Saar abspielt, wird Auswirkungen haben auf die internationale Kirchenpolitik. Sie kann Nachahmer inspirieren und heftige Gegenreaktionen auslösen. Entsprechend aufgekratzt zeigen sich schon im Vorfeld die Autoritäten. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Betzing, verschickte ein Statement, in dem es hieß, solche öffentlichen Aktionen halte er nicht für ein hilfreiches Zeichen und einen weiterführenden Weg. Segensfeiern sind nicht als Instrument für kirchenpolitische Manifestationen oder Protestaktionen geeignet. Das Ganze ist jetzt schon ein Erfolg. Bernd Mönckebüscher, Pfarrer an der Kirche St. Agnes in Hamm, Erzbistum Paderborn, gehört zu den Initiatoren von Liebe gewinnt. Er hat sich vor 2 Jahren als homosexuell geoutet. Mönckebüscher sagt, wir verstehen die Aktion als ein Kirche-Sein, das eine Hand ausstreckt und eine versöhnliche Geste setzt. Denn viele Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche seien über das Schreiben aus Rom entsetzt und verletzt. Und nicht nur Homosexuelle, zumal das Schreiben gelebte Sexualität nur in der Ehe als erlaubt betrachte.
Mitte März hatte Hönke Buscher zusammen mit dem Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose eine Unterschriftenaktion angesichts des Urteils der Glaubenskongregation gestartet. Seinen Angaben zufolge haben dort 2650 Seelsorgerinnen und Seelsorger unterschrieben, darunter allein 700 Priester, die bekunden, auch weiterhin gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Bislang fanden solche Segnungen meistens im Verborgenen statt. Wenig Peter tat sich die Initiative Liebe gewinnt zusammen. Und es entstand die Idee eines deutschlandweiten Aktionstages. Soweit zum deutschlandweiten Segnungstag für gleichgeschlechtliche Paare am 10. Mai 2021. Ich habe nun aktuelle Worte von Jesus aus seinen neuen Schriften, wo er sich ganz klar von der Kirche als Institution und seinen Dogmen distanziert. Der wahre Weg. Die meisten von euch haben mich bei meinem Vornamen gekannt, als ich hier inkarniert wurde. Jesus oder Jeschua ben Josef. Jesus Josefsohn. Sananda ist mein uralter Seelenname, der mir zum Zeitpunkt meiner Seelengeburt gegeben wurde, und ihr könnt es als meinen richtigen Namen betrachten. Ich komme in dieser Zeit, um mit euch zu sprechen, weil ich einige Unwahrheiten korrigieren möchte, die über meine Lehren verbreitet wurden, zusammen mit den Tatsachen, die meine Inkarnation auf der Erde als Jesus umgeben. Jetzt ist es eine ganz neue Zeit für den Planeten Erde. Es ist eine Zeit des Wandels, an der Zeit, alte Ideen hinter sich zu lassen, egal wie wertvoll sie für dich waren. Ich bedauere, dass ich erst jetzt in der Lage bin, die in meinem Namen gegründete Religion zu überarbeiten. Aber die Fehlinterpretationen meiner Lehren sind so weit verbreitet, dass ich meine Richtigstellung formulieren muss. Für einige von euch mag es seltsam erscheinen, dass ich, derjenige, der als Jesus auf die Erde kam, an der Spitze dieses offensichtlichen Angriffs auf die Religion stehe, die angeblich in meinem Namen etabliert wurde. Ich versichere euch, dass ich die Gründung einer großen Organisation, die sich christlich nennt, nicht unterstützt hätte und niemals hätte unterstützen können. Ich war gegen den Bau großer Tempel. Es war ein wichtiger Teil meiner Lehren. Niemals hätte ich Lehren unterstützt, die das Denken und Verhalten eines meiner Schüler versklaven sollten. Die ursprüngliche Tendenz, nur Männer zu nennen, ihre Erfolge und ihre Stärken, ergab ein völlig verzerrtes Bild des Wertes von Frauen im Leben und in der Regierungsführung des Planeten. Ich werde versuchen, das Falsche in diesen Schriften zu korrigieren. Im Gegensatz zu den Lehren in der Bibel war Maria Magdalena weder eine Prostituierte noch eine gefallene Frau. Sie war eine starke und intelligente Frau von großer Würde. Maria Magdalena war eine auf der Erde inkarnierte Seelenerweiterung und Lady Nada, die meine ewige Partnerin, Zwillingsseele, ist und in den höheren Sphären lebt. Sie sollte meine geliebte Frau auf der Erde und die Mutter unserer Kinder werden. Die erniedrigte Darstellung von ihr war ein Beispiel für die bis heute andauernde Erniedrigung von Frauen, mit kleinen Fortschritten, vor allem in den westlichen Kulturen, in den letzten 120 Jahren. Indem sie uns trennten und ein Bild von mir als zölibatären, unverbundenen, alleinstehenden Mann schufen, erzählten sie eine Lüge, die die Menschen der Wahrheit beraubte, dass ich ein hingebungsvoller Ehemann und Vater bin. Es war und ist eine starke und vertraute, gleichberechtigte Partnerschaft, die auf dem gegenseitigen Respekt und der dauerhaften Liebe basiert, die mich während meines Lebens so sehr unterstützt hat, wie die Liebe meiner erhabenen, ergebenen Mutter Maria, meines Vaters Josef und meiner erweiterten Familie. Nach der biblischen Neufassung meines Lebens hinterließ die große Lüge meiner Beziehung zu Maria Magdalena alle in Verwirrtheit und Unsicherheit darüber, was eure primären Beziehungen sein sollten.
Die Beziehungen zwischen Männern und Frauen und Frauen und ihren Kindern sowie Männern und ihren Kindern wurden alle neu definiert und verzerrt. Bedeutet der Dienst an Gott, dass du zölibatär sein musst, wie in der katholischen Kirche propagiert, getrennt und entfremdet vom anderen Geschlecht? Sicherlich nicht. Der Reiz eines einsamen Lebens ist eine ganz persönliche, selbstbestimmte Entscheidung. Bedeutet es, dass eine Anziehungskraft auf einen Erwachsenen desselben Geschlechts die Gefahr von Missbilligung und Bestrafung durch Gott birgt? Absolut nicht. Deine Wahl des Lebensstils in Bezug auf deine intime Partnerschaft hat nichts mit deiner Hingabe an Gott zu tun. Es geht nur um die Qualität der Liebe, die du teilst und durch Mitgefühl, Freundlichkeit und Verstehen, das du in deinem Umgang miteinander praktizierst. Ja, das sind seine wahren Worte. Für mich zu 100%. Auch Maria, seine Mutter, hat sich unlängst zum Thema Sexualität geäußert. Hier ihre Worte. Für mich ebenfalls die reine Wahrheit. Ich, Maria, möchte gern zum Thema Homosexualität sprechen. Sie war durch die Jahrhunderte hindurch ein so sehr beladenes Thema. Was Homosexualität betrifft, so bitten wir euch, alles loszulassen, was ihr darüber gelernt oder eingeredet bekommen habt. Homosexualität ist nicht unnatürlich. Homosexualität ist kein Zeichen von Ungleichgewicht. Homosexualität ist ein natürlicher Ausdruck dessen, wer ihr seid. Bei dem einen nimmt die Sexualität die Form einer heterosexuellen Beziehung an, bei dem anderen die einer homosexuellen Beziehung. Wenn ihr zur Basis zurückgeht, landet ihr bei der Seele. Und die Seele ist nicht geschlechtlich, weder Mann noch Frau. Eure einzigartige Seele ist alles. Sie ist ein einzigartiger Teil Gottes und gleichzeitig hat eure Seele Berührung mit allem, was im Universum ist. Das ist schwer in Worte zu fassen. Die Seele manifestiert sich mal weiblich und mal im männlichen Leben. Sie lernt davon. Sexualität ist ein Weg, über den Körper eine tiefe Gefühlsverbindung mit einem anderen Menschen einzugehen. Wie ihr euren Körper dabei einbringt und ob ihr euch von einem männlichen oder einem weiblichen Körper angezogen fühlt, ist viel weniger wichtig als das, was ihr als Seele in Bezug auf die andere Seele fühlt. Biologisch gesehen ist es natürlich so, dass ein Männerkörper und ein Frauenkörper zusammen ein Kind hervorbringen können. Wenn ihr euch nur in pure Sexualität begebt, euch also auf die körperliche Begegnung fixiert, fehlt dabei die Begegnung von Seele zu Seele, die über Sexualität stattfinden kann und für die Sexualität spirituell gesehen bestimmt ist. Spirituell gesehen, von der Seele aus betrachtet also, ist es nicht relevant, ob ihr einander als zwei Frauen oder als zwei Männer oder als Mann und Frau begegnet. Es geht um die Begegnung, um das Glück, das Vergnügen, das ihr dabei erleben könnt, die Verbundenheit. Stellt euch vor, ihr habt in einem vorherigen Leben einst als Mann und Frau ein sehr glückliches Zusammensein erlebt und dass ihr einander Jahrhunderte später auf der Erde wieder begegnet. Jetzt jedoch beide in einem weiblichen Körper. Es kann sein, dass durch die innere Wiedererkennung, die dann stattfindet, eine Anziehungskraft auf physischer Ebene entsteht. Seid ihr dann lesbisch oder homosexuell? Kann sein, ihr könnt es so nennen, es spielt keine Rolle. Aber in diesem Moment fühlt ihr euch so voneinander angezogen, dass der Aspekt der körperlichen Form weniger wichtig ist.
Es kann daher sein, dass jemand, diese Frau, homosexuell wird, indem sie eine Frau trifft, mit der eine Seelenverbindung entsteht und mit der sie eine sexuelle Bindung teilen möchte. Es kann aber auch sein, dass ihr mit homosexuellen Gefühlen geboren werdet und das in diesem Leben ganz einfach zu euch passt. Warum will die Seele das? Warum sollte das eine Seele wollen? Dafür kann es viele Gründe geben. Es gibt nicht nur einen Grund. Es kann sein, dass sich die Seele so manifestiert, weil sie erfahren möchte, wie es ist, in der Gesellschaft anders zu sein. Sich als homosexuell zu outen, erfordert viel Mut. In vielen Ländern wird es noch immer nicht allgemein akzeptiert. Euch offen, so zu offenbaren, kann ein Thema sein, das diese Seele in einem Leben als homosexueller Mensch ausarbeiten möchte. Es kann aber auch sein, dass eine Seele erfahren möchte, wie es ist, die Gegenwart des Männlichen und des Weiblichen in sich selbst zu fühlen. Wie ihr sehen könnt, haben homosexuelle Männer oft eine reichhaltige, sehr entwickelte weibliche Energie. Sie haben dadurch zum Beispiel künstlerische Begabungen. Und es fällt ihnen oft leichter, mit Frauen zu kommunizieren als mit Männern. In gewisser Weise tragen diese homosexuellen Männer zur kollektiven männlichen Energie bei. Sie helfen, diese Energie neu zu bewerten und wieder die Verbindung mit der weiblichen Seele herzustellen. Die weibliche Energie sozusagen wieder näher an die männliche Energie heranzubringen. Männlichen und weiblichen Energien sind in eurer Geschichte polarisiert worden, was es sehr so erscheinen lässt, als müsstet ihr entweder das eine oder das andere sein. Entweder sanft, verletzlich und empfindsam oder kraftvoll, hart und stark. Und tatsächlich seid ihr auf der Suche nach einer Mischung aus beidem. Viele homosexuelle Männer und Frauen tragen diese Mischung in sich und versuchen tatsächlich, damit wieder ein natürliches Gleichgewicht herzustellen. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für das größere kollektive Ganze. In diesem Sinne sind viele Seelen, die sich dafür entscheiden, als homosexuell geboren zu werden, fortschrittliche Seelen, die etwas im kollektiven Bewusstsein, in den Vorurteilen über das Frau- oder Mannsein verändern wollen. Ihre Menschlichkeit ist für sie zentral und das ist es, worum sie immer wieder bitten, eben darin, in ihrer Menschlichkeit gesehen zu werden. Darin, dass sie im Wesen dasselbe sind wie die Mehrheit der Menschen, die heterosexuell sind. Noch eins möchte ich dazu sagen. Ein Keim von Homosexualität liegt in jedem. Es ist alles nicht einfach nur schwarz oder weiß. Wie ihr wisst, kann Homosexualität ganz natürlich von selbst entstehen, wenn ihr euch in einer Gemeinschaft befindet, in der alle Menschen das gleiche Geschlecht haben. Tatsächlich aber sieht man, dass Sexualität auch einfach ein Bedürfnis nach Kontakt, nach Kontaktaufnahme ist. Bisexualität ist gewissermaßen natürlich. Sie findet sich in vielen Menschen. Es gibt tatsächlich nur einen graduellen Unterschied darin, wie sie in jedem Menschen aufgeteilt ist. Die Unterschiede in der Neigung, sich vom anderen oder vom gleichen Geschlecht angezogen zu fühlen, stellen sich bei den Menschen weit mehr graduell als schwarz oder weiß dar. Wir bitten euch um Achtung und euren Respekt vor den homosexuellen Männern und Frauen in der gesamten Geschichte, die wegen ihrer Natur so sehr abgeurteilt, abgelehnt und gewaltvoll behandelt wurden. Diese Menschen waren oft Vorreiter eines freieren und offeneren Bewusstseins, eines Bewusstseins für die Gleichheit aller Menschen, für Respekt, gerade vor dem, was sich hinter der Form verbirgt, vor der Seele, der Einheit, dem Ich, das bei allen Menschen gleich ist. Danke für eure Aufmerksamkeit. Namaste.